Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. Und heute möchte ich euch noch was zum 3D-Modellieren zeigen von unserem Step-Down-Wandler. Und zwar habe ich oft die Situation, dass ich meinen Footprint auf der Hauptplatine platziere. Das wäre in dem Fall mal hier simuliert auf dem Foto dargestellt, die grüne Platine. Und dann haben wir ja hier noch unser Board an sich selbst, dieses Step-Down-Board mit einer zweiten Platine, und die bringe ich in der Regel mit Lötnägeln an. Das heißt, ich habe also den Footprint auf der Hauptplatine mit den Pads, mit den vier Pads für In und Out, und dort schlage ich dann solche Lötnägel ein, die sehen so aus, sind 10 mm lang, werden dann unten also hier mit der Spitzenseite in der grünen Hauptplatine verlötet, und hier oben setze ich dann quasi mein Step-Down-Board auf. Das heißt, die Lötnägel sind dann hier durch diese Pads hindurchgeführt und ich verlöte sie dann hier oben auf diesen Pads nochmal als zweite Mal, und damit sitzt mein Step-Down-Board dann bombenfest auf der Platine, ist dann ordentlich verbunden, und ich habe ja auch eine saubere elektrische Verbindung, die dann auch mal die 2 Ampere, die dieser Step-Down-Wandler bringt, auch ab kann. Allerdings bedeutet das auch, dass meine ganze Konstruktion hier ca. 6 bis 7 mm von der Platine nach oben rückt. Und wie man das als 3D-Modell erzeugt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich schließe mal hier das Ganze und dazu öffne ich dann als nächstes FreeCAD und ich wechsle hier an diese Part Design Workbench, erzeuge mir eine neue Datei und die speichere ich hier gleich mal unterm Schreibtisch ab als Tutorial. Jawohl, überschreiben. So, damit haben wir jetzt erstmal unser Projekt angelegt. Wir können also arbeiten. Wir erstellen einen Körper, und auf einem Körper zu erstellen, machen wir das aus einer Skizze heraus. Wir klicken hier auf Skizze, werden jetzt gefragt, auf welcher Ebene wir uns bewegen möchten. Das ist hier XY-Plane. Mit OK bestätigen wir und sind jetzt im Zeichenmodus, um eine Skizze zu zeichnen. Als erstes erzeugen wir hier ein Rechteck, und dieses Rechteck müssen wir jetzt hier symmetrisch auf unseren Mittelpunkt bringen. Das ist ganz wichtig, und anschließend bemaßen. Das habe ich jetzt gezeichnet. Mit Rechtsklick auf die Maustaste kann ich jetzt hier dieses Rechteckzeichenwerkzeug wieder beenden. Gehe jetzt hier auf die Symmetriebeschränkung und wähle dieses Werkzeug aus und kann jetzt hier auf diesen Außenpunkt auf den Mittelpunkt klicken, und wenn ich hier unten drauf klicke, wird mein Rechteck zack automatisch symmetrisch positioniert. Das heißt, diese vier Teilflächen hier, 1, 2, 3, 4 Teilflächen, sind jetzt symmetrisch, dass sich dieses hier über die Diagonale symmetrisch zum Mittelpunkt verhält. Ich beende dieses Werkzeug wieder. Ich muss jetzt noch eine senkrechte und waagerechte Bemaßung anbringen. Ich habe die Platine mal nachgemessen mit der Schiebelehre. Die hat also 22 mm Höhe. Auch hier beende ich wieder mit Rechtsklick das Werkzeug, komme dann zurück in den Cursor-Modus, und wenn ich hier drüber fahre, seht ihr, dass das hier gelb wird, und ich kann jetzt diese Bemaßung mit Linksklick anfassen und ziehen und verschieben und mir so positionieren, dass das auch schön sauber lesbar ist. Dann brauchen wir hier oben noch die Horizontale, das waren 44 mm, und damit ist unsere Skizze fertig eingeschränkt. Und sie wird dann hier grün, und hier links erscheint die Meldung vollständig eingeschränkte Skizze. Wir schließen das Ganze. Das ist jetzt ein zweidimensionales Rechteck. Wir wollen ja eine dreidimensionale Platine. Das heißt, wir müssen aufpolstern. Vorgabe sind hier 10 mm. Das ist ein bisschen zu dick. So eine Platine ist 1,6 mm. Auch das kann man durchaus mal nachmessen mit der Schiebelehre. Und 1,6 eingeben, mit OK bestätigen, und wir sehen, wir haben eine Platine von 1,6 mm Stärke erhalten. So, wir speichern das Ganze. Nächster Schritt ist jetzt hier sind unsere vier Lötnägel. Und ich klicke mal hier auf, mit diesen Buttons kann man entsprechend wenden, das Element. Ich setze es wieder hier gerade. Und wir müssen jetzt also auf dieser Fläche unsere vier Lötnägel erstellen. Das möchte ich mit vier Zylindern machen. Ich gehe hier auf diese Fläche, klicke einmal, damit wird sie markiert, und es erscheint hier links in der Combo-Box schon der nächste Schritt, Skizze erstellen. Das machen wir auch, und wir sind jetzt wieder im Zeichenmodus, und wir benötigen jetzt als erstes ein
Hilfsrechteck, ein Konstruktionsrechteck, was nicht in den 3D-Körper einfließt. Dazu müssen wir hier oben diese Zeichenebene umschalten. Das machen wir hier mit diesem Button hier hinten. Ihr seht, jetzt wird das hier alles blau und ich brauche jetzt ein Hilfsrechteck zur Konstruktion. So, das sind also jetzt im Prinzip vier ein Rechteck als Hilfslinien. Auch dieses Rechteck muss ich wieder beschränken. Das tue ich hier wieder genauso über diesen Mittelpunkt. Damit ist es auch automatisch symmetrisch zu unserer Platine, die wir gerade erstellt haben. Das ist unsere erste Symmetrie. Und ich habe jetzt hier im Footprint mit meinem Bemessungswerkzeug, kann ich ja nachmessen, was die Abstände sind. Habe ich also hier nachgemessen nochmal die Abstände von diesen einzelnen Pads, und das ist hier in der horizontalen 39,6 und in der vertikalen 17,6 mm. Das ist jetzt, sind also die vertikale und die horizontale Bemaßung. Das heißt also 39,6 und na, 17,6 mm. Auch hier wieder mit Rechtsklick beenden und ein bisschen positionieren. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Stifte, das heißt unsere Zylinder, die erzeugen wir aus einem Kreis. Wir schalten also jetzt wieder in den richtigen Zeichenmodus zurück, wählen hier Kreiszeichnen aus und setzen hier mal vier Kreise. Ich speichere auch mal zwischendurch. So, diese vier Kreise müssen jetzt gleich im Durchmesser sein. Dazu wählen wir jetzt hier also dieses Beschränkung gleich aus, dieses Werkzeug. Und könnten jetzt hier jeden einzelnen immer zwei Paar anklicken, dann werden die gleichgesetzt. Ich mache das jetzt anders, ich beende das Werkzeug nochmal. Ich wähle gleich von allen vier Kreisen hier den Außenring an. Dann wird, na, man sollte es natürlich auch richtig erwischen. Dann werden die grün markiert. Und wenn ich jetzt OK drücke, werden gleich alle vier automatisch auf den gleichen Durchmesser gesetzt. Und diesen Durchmesser müssen wir natürlich noch angeben. Deswegen hier wählen wir hier oben die Beschränkung Durchmesser an. Brauchen jetzt nur noch einen Kreis zu wählen und geben hier an 1,3 mm. Das ist also der Durchmesser von so einem Lötnagel. Und ihr habt es gesehen, zack, werden hier die anderen drei gleich mit angepasst. So. Jetzt müssen diese Kreise natürlich noch hier auf diese Punkte, denn das sind ja unsere Mittelpunkte von den Pads vom Footprint. Und dazu wählen wir hier dieses Beschränkungssystem oder dieses Beschränkungswerkzeug Punkt auf Punkt und wählen jetzt einfach hier einen Punkt und diesen Punkt, und das Ganze wiederholen wir dann mit den anderen Elementen. Wenn wir das gemacht haben, wird auch unsere Skizze wieder hellgrün und hier drüben erscheint wieder die Meldung eingeschränkte Skizze. Damit haben wir jetzt vier Kreise auf dieser Ebene. Auch die müssen wir jetzt wieder aufpolstern. Und wir müssen ja die 1, ich hatte gesagt, der Lötstift ist 10 mm lang, die Platine ist 1,6 mm. Die müssen wir natürlich abziehen, weil der geht ja durch. Also brauchen wir jetzt hier nur eine Länge von 8,4 mm. Mit OK bestätigen wir das Ganze. Wir speichern mal unsere Datei ab und wir sehen, das ist also unsere Platine mit den vier Stiften. Dann benötigen wir natürlich noch die Kondensatoren, die Elektrolytkondensatoren. Und na, so, haben wir die richtig erwischt, brauchen wir diese Fläche dazu. Ich markiere die wieder, ich erstelle hier wieder eine Skizze, diesmal das Kreiszeichenwerkzeug. Wir brauchen hier zwei Kreise. Und jetzt kann ich es mal zeigen hier mit dem Gleichheitszeichen. Wähle ich zuerst diesen an, dann diesen Kreis. Jetzt sind beide gleich. Ich vergebe hier wieder einen Durchmesser. Durchmesser ist 8 mm von diesen Elektrolytkondensatoren. Als nächstes müssen die hier unten auf die Mittellinie. Die befinden sich also
in der Mitte von dieser Platine. Dazu wähle ich hier oben dieses Beschränkungswerkzeug, wähle jetzt hier diesen Punkt und setze den Kreis damit auf diese Linie. Das gleiche tue ich hier. Und wir brauchen jetzt noch den Abstand vom Mittelpunkt zum Mittelpunkt. Das habe ich auch schon mal nachgemessen mit der Schiebelehre. Das sind 18 mm. Ich wähle hier oben horizontales Bemaßungswerkzeug aus und kann jetzt hier 18 mm eingeben und das Ganze auch nochmal nach links. Na, manchmal ist das ein bisschen frickelig, hier die Punkte zu erwischen. So, 18 mm. Damit ist auch hier wieder die Skizze vollständig eingeschränkt und wir polstern auf und die Elektrolytkondensatoren sind 11 mm hoch. Auch hier speichern wir wieder und wir sehen jetzt unsere Platine mit den beiden Elektrolytkondensatoren. Und als nächstes benötigen wir hier noch den Trimmer. Ich wähle hier wieder diese, nicht das ganze Element aus, sondern nur diese Fläche, also einmal klicken und kann jetzt hier wieder die Skizze erstellen. Hier nehmen wir jetzt den Rechteck, erstellen dieses Rechteck, dann bemaßen wir hier mit 5 mm in der Breite, dann ist er horizontal 12 mm lang und hat von hier, von der Außenkante, einen Abstand von 11 mm. Auch da nehmen wir wieder dieses Element. Wir müssten jetzt hier noch auf diese Außenkante bemaßen und wir sehen, ich habe jetzt hier keinen Punkt. Wie kriege ich den hier her? Ich mache hier, ich beende das Werkzeug. Ich gehe hier auf dieses Element externe Geometrie hineinholen, wähle mir jetzt hier diese Kante aus. Die wird dann also angewählt und jetzt habe ich hier als Bezugskante diese Außenkante von der Platine und kann jetzt hier wieder horizontal bemaßen, in dem Fall hier mit diesen beiden Punkten. Und da ist er 11 mm von der Außenkante nach weg. Und wir brauchen noch hier von dieser Außenkante, von der senkrechten nach hier unten. Das können wir jetzt hier auch wieder mit diesem Punkt erledigen. Sind es 1,2 mm. So, damit ist auch dieses Element wieder sauber eingeschränkt. Ich beende das Werkzeug. Ich kann jetzt hier noch natürlich die Bemaßung etwas besser positionieren, dass man das auch schöner sieht. Und hier sehen wir wieder vollständig eingeschränkte Skizze. Ich schließe das Ganze und sage, wir polstern hier auf und der ist 12 mm hoch mit der Schraube, die hier oben schon rausguckt. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle, diese Schraube hier noch extra einzuzeichnen. So, mit OK bestätigen wir das Ganze und wir haben also unser Step-Down-Board mit den wichtigsten Bauelementen und den Stiften. Wir speichern und wechseln jetzt in die KiCad Step-Up Workbench. Dann wählen wir hier diesen Pad aus und können jetzt diesen Pad, da jetzt schon alle Elemente angewählt sind, brauchen wir auch keine Fusion oder Union mehr zu erzeugen, sondern wir können jetzt hier direkt diesen Footprint exportieren. Aber ich benenne ihn vorher um. Ich nenne den jetzt LM2596. Das ist unser Baustein, der Step-Down-Converter. Dann haben wir das umbenannt und wenn ich ihn jetzt hier über Export 3D-Modell der KiCad exportiere, übernimmt er nämlich auch gleich automatisch diesen Namen. So, das Ganze machen wir mit OK und wir haben jetzt hier also graue Elemente. Ja, können wir so lassen und es dient ja hier nur der Darstellung. Ich könnte natürlich auch hier noch verschiedene Farben vergeben, aber ich spare mir das. So, mit OK bestätigen wir das Ganze und wir sehen hier auf dem Schreibtisch liegen jetzt unsere beiden Dateien, die WL und die Step-Datei. Okay, wir beenden. Wir speichern natürlich auch das nochmal und sehen jetzt hier diese beiden Dateien. Wir schneiden die aus mit Steuerung X und verschieben die in unseren KiCad-Ordner
3D. Ich hatte hier schon aus einem vorhergehenden Versuch zwei alte Dateien, die schmeiße ich mal raus. Und auch diesen Step-Down-Wandler. Das waren zwei Versuche. Und füge hier diese ganze Geschichte wieder ein. Und kann jetzt hier meinen Footprint mal öffnen. Oder ich habe ihn ja noch offen. Gehe jetzt hier in die Einstellungen, 3D-Einstellungen. Und wir sehen jetzt hier, das sind also zwei Kondensatoren, die ich da mal positioniert hatte, schon als 3D-Objekt. Das, wie gesagt, passt aber nicht ganz, deswegen schmeißen wir die mal raus und importieren jetzt unser neu gezeichnetes Element. Das haben wir hier, 3D, okay, und wir sehen jetzt, ist das hier eingefügt. Jetzt müssen wir natürlich noch ordentlich positionieren. Dazu mache ich das mal ein bisschen größer, dass ihr das besser seht. Und wir müssen als erstes mal in der Z-Achse ein bisschen raus hier aus dem Ganzen. Dann drehen wir das in der X-Achse um 180 Grad. Dann sollten wir in der Y-Achse noch ein bisschen nach links. Hier positionieren wir noch ein bisschen mit X. So, und jetzt gehen wir hier in der Z-Ebene wieder nach unten, noch ein bisschen nach drüben. So, ihr seht, das passt also soweit. Ich kann jetzt hier auch noch mal mit einigen Schritten, Moment, so, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen in 10er Schritten arbeiten, halt andere Richtung. Sauber positionieren, dann müssen wir das in der X-Achse noch ein bisschen verschieben. Hoppala. So, und dann versenken wir das Ganze in der Z-Achse hier noch nach unten, bis wir da unten rausschauen. Gehen wir noch 0,1 mm zu, wir wollen ja hier unten auch noch ein bisschen verlöten. So, und ihr seht, damit ist mein 3D-CAD-Modell jetzt hier sauber positioniert und ich kann hier mit OK bestätigen, speichere meinen Footprint ab und damit ist das Ganze eingerichtet und ich blende hier nochmal dieses Bild ein zum Vergleich. Wir sehen also jetzt hier die Hauptpartine und dann mit den Lötstiften abgesetzt unser Step-Down-Board. Ich zeige es nochmal hier zum Vergleich in der 3D-Ansicht. So sieht das dann also aus. Okay, das soll es an dieser Stelle dann gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim 3D-Konstruieren. Wie gesagt, beim 3D-Konstruieren kann man sich auslassen, der Fantasie keinen Lauf lassen. Oder freien Lauf lassen vielmehr. Ich habe das hier nochmal mit einfachen Elementen gezeigt. Ich denke, das genügt für den Anfang. Vielen Dank, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!